Hey Leute, ich bin Sebastian und heute gibt es das erste Fashion-Video für euch. Zu sehen natürlich auf meinem Channel und auf thewonderworld.de. Wie ihr seht, alles relativ schick. Ich bin gerade auf Tour und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig immer zu filmen, weil wir sind die ganze Zeit meistens im Bus oder im Hotel. Aber wenn ihr gerne mehr davon erfahren wollt, checkt mal ein anderes Video. Da werde ich so einen kleinen Tourblog machen. Und da seht ihr quasi das Leben als Tänzer auf Tour. Ich versuche jetzt momentan regelmäßig Fashion-Videos zu machen, weil für jedes Jahreszeit, für jeden Anlass, für Workshops, keine Ahnung, es wird so viel geben. Ihr werdet definitiv einige bekannte Gesichter erkennen. Der Grund, warum ich das Ganze mache mit Fashion und Style, wenn du in eine Stadt fährst und zum Beispiel auf einem Workshop fahren möchtest oder sowas, du siehst immer Tänzer und du erkennst sie auch immer. Sag mal, erkennt ihr auch Tänzer? Und wenn ja, woran erkennt ihr sie? Haben die einen bestimmten Style oder gehen die nicht, sondern tanzen? Ja, woran erkennt ihr Tänzer? Sagt mir Bescheid. Heute mit dabei sind Niklas und Katja bei dem allerersten Video. Und ja, sie präsentieren ihren Style, was ihr tragen könnt, wenn es ein bisschen ja, nicht so schön draußen ist, wenn es vielleicht ein bisschen regnet oder meinetwegen jetzt auch anfängt zu schneien, dann sind das auf jeden Fall ideale Outfits, wie ihr trotzdem stylisch bleibt und nicht gleich Winter, alles ist grau, alles ist schwarz, alles ist Natürlich gibt es alle Informationen, die ihr braucht, gibt es unten in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach alles nachschauen, woher sind die Klamotten, wie haben die kombiniert. Alle Infos gibt es dazu. Ihr könnt natürlich auch die beiden anschreiben. Das steht auch alles unten. Und ja, checkt das aus und vielleicht ist auch was für euch dabei. Sagt mir doch einfach mal, was ihr gerne tragt. Was zieht ihr momentan bei diesem ekligen Wetter da draußen an? Ja? Tragt ihr lieber so einen Parker oder tragt ihr zwei Pullovers übereinander oder keine Ahnung. Gebt mir einfach einen Kommentar, dann können wir mal schauen, was ihr alles tragt. Falls ihr auch auf jeden Fall mehr Fashion-Videos und auch die anderen Videos von The Wonderworld sehen wollt, dann abonniert einfach den Channel, so verpasst ihr kein Video mehr. Und ich verspreche euch, jede Woche gibt es neue Videos zum Thema Tanz und alles, was damit zu tun hat. Und ich freue mich riesig darauf, es fängt gerade erst an und ich hoffe, euch gefällt. Niklas hat ein sehr schönes Outfit, wie ich finde. Es passt perfekt zum Wetter. Das Hemd von Niklas ist von Zara und ist auch relativ neu. Wahrscheinlich könnt ihr es sogar noch kaufen. Ich finde dieses langgeschnittene immer noch cool. Immer noch in, ja, die Fliege im Camouflage-Look ist ein absoluter Trend, weil Camouflage halt immer noch getragen wird, immer noch kombiniert wird. Sei es Prints auf der Hose, auf den Shirts, oder wie jetzt in diesem Fall mit einem kleinen Akzent, mit der Fliege, ist es einfach super. Ja, ich finde so ein Parker ist auf jeden Fall ein Must-Have im Winter, weil er super warm, sieht trotzdem stylisch aus. Man kann ihn quasi zu allem tragen. Ich finde auf jeden Fall mit dem Parker von Jack & Jones und den Doc Martens bist du auf jeden Fall super gerüstet für den Winter. Und ja, damit kann man rausgehen. Katja trägt eine super coole Jacke, die aus einem Secondhand-Shop ist. Man kann einfach in einem Secondhand-Shop gehen und dann kann man sowas finden. Und ich finde, es steht dir sehr gut. Und ich finde, der Schmuck harmoniert super mit den Prints und dem Pullover. Und ja, in Kombination mit der Leggings, die von Calzedonia ist. Und einfache Schuhe von H&M, die gerade bei so einem Wetter super sind. Sie sehen classy aus und sind trotzdem sehr, sehr praktisch bei
regnerischem Wetter und man kann sie überall so anziehen. Ich hoffe, euch hatten die beiden Outfits gefallen und vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei. Wenn nicht, schaut doch einfach im nächsten Fashion-Video vorbei und dann gibt es auf jeden Fall Style für jeden. Checkt auch das andere Video aus. Ich bin gerade auf Tour und da könnt ihr alles sehen, was Backstage abläuft. Klickt einfach auf das Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!